Okay, man wird ja noch träumen dürfen. Also, welches dieser unbezahlbaren Mikrofone hättest du denn gerne im Schrank stehen? Das Beatles U47 von Neumann, die Rap-Legende Sony C800G, das AKG C12 von Ozzy Osbourne oder vielleicht doch lieber ein Bändchen von Roya? Du kannst sie alle haben, wenn du willst, versprochen. Und dazu benötigst du nur ein Audio-Interface mit 2 Mic-Preamps und die brandneuen Sphere-Mikrofone von Universal Audio, also zumindest eins davon. Und um wirklich herauszufinden, ob das denn stimmt, was der Hersteller verspricht, bin ich heute hier im wunderschönen Backstube-Studio, dem Studio meines Freundes Jan Löchel im Herzen von Münster. Wir nehmen heute für dich einen Song auf mit 2 Sphere-Mikrofonen, nämlich genau diesen hier, und lassen uns dann anschließend überraschen, welchen Einfluss die einzelne Mikrofonversionen denn auf den Sound eigentlich haben, wie es also wirklich klingt. Und selbst wenn du nicht planen solltest, ein neues Mikrofon zu kaufen, bleib trotzdem dran, denn wir haben gleich viel, viel Spaß hier vor der Kamera, da bin ich mir ziemlich sicher. Und außerdem verrate ich dir dann auch noch, wo du dir die Spuren herunterladen kannst, um selbst zu hören, wie groß oder auch klein der Unterschied zwischen den einzelnen Mikrofontypen zueinander ist. Schauen wir doch erstmal auf die beiden Mikrofone genau drauf. Wir haben hier auf der linken Seite von dir aus gesehen, haben wir das Sphere DLX, die große Variante, liegt ungefähr bei 1600 Euro. Und wir haben ja auf der linken Seite, also auf meiner linken Seite, auf deiner rechten Seite natürlich, das LX-Mikrofon. Beides fantastische Mikrofone, die mit einem Kabel angeliefert werden, das aber auf 2 Ausgänge geht. Das heißt, von diesen 2 Ausgängen musst du dann halt auf 2 Eingänge in deinem Audio-Interface gehen. Wenn du ein Interface von Universal Audio haben solltest, dann kannst du da dann auch direkt die Software, die dazu gehört und mit der man die verschiedenen Mikrofontypen auswählen kann, kannst du direkt benutzen, kannst es also direkt auch hören, was da bei der Aufnahme aufgenommen wird. Kannst dich in dem Zusammenhang dann aber auch entscheiden, ob du dann dafür sorgen möchtest, dass du erstmal nackig aufnimmst und dann später den Mikrofontyp suchst oder ob du direkt dich committest, dich also festlegst und sagst, nö, ich möchte heute mit dem U47 aufnehmen, dann nehme ich das direkt. Das geht mit der Universal Audio Software direkt mit einem Apollo-Interface. Wenn du ein Volt-Interface zum Beispiel haben solltest von Universal Audio, dann kannst du damit natürlich auch aufnehmen. Voraussetzung ist natürlich, dass du 2 Mic-Preamps drin eingebaut hast. Geht aber auch jedes andere Audio-Interface, was du hast, wenn du also eins von ME haben solltest, Focusrite oder sonst was irgendwie, kannst du die Software, die zu den beiden Mikrofonen gehört, auch auf denen nativ ausführen. Du brauchst also nicht die DSPs. Die Apollo DSPs sind aber dann hilfreich, wenn du tatsächlich genau das hören möchtest, was eben diese Mikrofone direkt ausspucken. Aber so viel darf ich schon verraten. Das sind auch so gute Mikrofone, also unabhängig von den Typen, die du sowieso auswählen kannst. Und du kannst eben nicht nur die verschiedenen Mikrofontypen auswählen, sondern du kannst auch die Richtcharakteristik auswählen, kannst da dann noch einen Phasenschalter benutzen, du kannst so einen Trittschallfilter reinmachen und so weiter und so fort. Eine ganze Menge, das schauen wir uns aber gleich dann mal in der Session an, nachdem wir aufgenommen haben mit den beiden Mikrofonen. Vielleicht zum Unterschied zwischen den beiden nochmal ein cooles Feature, das möchte ich dir nicht vorenthalten. Schau mal hier, wenn du es genau sehen kannst, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann hier. Mal kurz ein bisschen drehen hier. Hier sind nämlich 4 LEDs eingebaut. Siehst du da? Da leuchten 4 LEDs. Das heißt, die Kapsel im Mikrofon wird immer auch ein bisschen beleuchtet. Das heißt, sollte es ein bisschen dunkler bei dir im Studio sein oder du so eine moodige Stimmung eingestellt haben, dann kannst du dich auf jeden Fall mal erfrischen lassen von diesen 4 Leuchten, die hier drin sind. Hier sind auch Leuchten drin, die sind nicht so ganz offensichtlich zu sehen, aber auch hier ist die Kapsel sehr schön zu sehen. Normalerweise muss man das Mikrofon ja immer so ein bisschen gegen die Sonne halten, um zu gucken, wie die Kapsel aussieht oder um zumindest zu sehen, dass es wirklich goldbedampft ist. Beide Mikrofone nehmen von vorne und von hinten auf, so rum ist es richtig, also auf beiden. Beim DLX ist allerdings so, dass du hier sogar Stereoaufnahmen machen kannst. Das heißt, hier ist eine Schaltung drin, die dafür sorgt, dass du beide Kapseln auch separat nochmal aufnehmen kannst. Du nimmst sowieso beide Kapseln separat auf, aber ein echtes Stereo, also ein True Stereo, kriegst du nur mit diesem Mikrofon hin. Hier nimmst du natürlich auch 2 Spuren auf dem LX, aber bei dem ist es dann halt so, dass dann am Ende des Tages nach der Software, die du dann genutzt hast, um deinen Mikrofontyp auszuwählen, dass dann da hinten ein Monosignal rauskommt und hier kannst du dann hinterher mit dem Stereosignal auch noch weiterarbeiten. Das nur am Rande, hier gibt es noch Schalter dran an dem Gerät hier, das LX wird übrigens nur mit einer, was heißt nur in Anführungszeichen, nur mit einer normalen Mikrofonklemme geliefert und das DLX hier mit so einer schönen Spinne, die noch dazu gehört. Das Ganze sieht auch wirklich stylisch aus, ne? So ein schönes Schwarz drum. Hier noch ein bisschen Einzeichnung drauf auf dem ganzen Teil. Und wir haben halt hier auf der Rückseite, vielleicht kann man das noch sehen hier, da sind noch, warte mal, ich schraube hier mal ein bisschen, dann kannst du es besser sehen, sind hier noch 2 Schalter. Zumindest beim DLX sind es 2 Schalter. Wir haben hier einmal einen Patch-Schalter und einen Kalibrierungsschalter. Der Kalibrierungsschalter ist für das Prozedere wichtig, wenn du nicht mit einem Universal Audio Apollo Interface aufnehmen solltest, sondern eben mit einem Interface von einem anderen Hersteller. Und hier an dem
Kann ich das auch drehen? Ja, warte, da muss ich mal ein bisschen drehen. Hier am LX ist dann der Schalter auch verbaut, der Kalibrierungsschalter, aber kein Pad-Schalter. Das heißt, das DLX sollte dementsprechend auch ein kleines bisschen mehr Pegel vertragen, wenn du es zum Beispiel vor eine Bassdrum stellst. Wobei, ich würde es mal drauf ankommen lassen, mit beiden damit aufzunehmen. Im Zweifel kannst du ja auch bei deinem Audio-Interface noch ein Pad dazu schalten. So viel zum groben Umfang der beiden Mikrofone. Es wird gleich richtig spannend, denn Jan und ich werden jetzt genau da, wo ich jetzt sitze, gleich einen schönen Song aufnehmen. Der Song heißt We Are und wir werden so wie folgt aufnehmen. Wir werden mit zwei Gitarren aufnehmen und Jan wird zusätzlich noch dazu singen. Jan benutzt das DLX in seiner Einstellung, die ich dir gleich dann später verrate, und ich benutze dann entsprechend das LX. Und jetzt erstmal viel Spaß bei unserer Aufnahme. Los geht's. Looking through the photographs and I'm dealing with the old regrets again, again. Running across the battlefields, distracted by the melodies of us. Wishing I could go back, but I find it hard to forget what's past is past. Always taking chances, but I never took for granted what we had, we had. We are, and still we are, we're searching, waiting for something missing, we're changing skins, but still we are who we are. Words I read between the lines appear to me like writings on the wall, and every wall is made to tear it down, and you may carry bricks around, and if you fall, just let them fall. You don't need defenses, better use your senses, what's past is past. We are, we are, and still we are, we're searching, waiting for something missing, we're changing skins, but still we are who we are. Beam at your demons, don't feel what you're feeling, what you are. Just if you feel it, live like you mean it, and you find, yes, you find. We are, and still we are, we're searching, waiting for something missing, we're changing skins, but still we are who we are. We are. We are who we are. We are who we are. Searching, waiting for something missing, we're changing skins, but we are. We are who 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 we are.
Mann, das war Spaß. Wir haben gerade fantastisch aufgenommen. Es hat einen riesen Spaß gemacht, Jan. Das war wirklich, ja. Ich fand auch, das hat wunderbar harmoniert, die beiden Gitarren. Wir haben ja bisher, das haben wir noch gar nicht verraten, wir haben bisher noch nie zusammen gespielt. Deswegen war es für uns beide wirklich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob wir das sagen sollen oder ob wir es nicht sagen sollen. Ich habe es, glaube ich, gesagt, aber ich hätte es jetzt auch rausschneiden können. Aber ich finde, das ist gerade eine Information, dass wir beiden sind ja schon häufiger vor der Kamera gewesen, aber dass wir so lange, wie wir uns kennen, dass wir noch nie zusammen gespielt haben, ist das halt quasi auch eine Weltpremiere. Absolut. Mehr oder weniger gewesen. Ja. Deswegen, lass uns doch mal kurz auf das Bild drauf gucken. Hier auf dem Monitor sehen wir nämlich, wie die beiden Mikrofone eingestellt waren, die wir aufgestellt haben. Wir haben sie ja quasi so aufgestellt, dass dein Mikrofon auf dich gezeigt hat und wir mein Mikrofon quasi in die Nullachse reingestellt haben, sodass wir da quasi, dass ich auf der toten Seite von deinem Mikrofon quasi gewesen bin. Ja, wir haben in einem Raum gesessen, wir haben einen Song gespielt, wir haben, also ich in dem Fall über ein Mikrofon sowohl Gitarre gespielt als auch den Liedgesang gemacht. Das heißt, ich habe 3 Tage vorher schon nicht schlafen können, weil ich dachte, oh Gott, die Phase. So, und dann kam das nochmal, irgendwo habe ich das doch mal gelernt, mit der 8 und der 0 in der 8. Schön, dass du was gelernt hast, so haben wir es nämlich dann auch aufgestellt und die Mikrofone, die wir dann ausgewählt haben, sind dann natürlich auch entsprechend der Position, wie wir sie aufgestellt haben. Richtig. Du hast für dein Mikrofon ein RB77 DX Satin, also ein Bändchen in 8 Positionen gewählt. Weil wenn ich jetzt richtig informiert war, ist das natürlich auch diese Stärke des Mikrofons. Ich glaube sogar, wir können hier auch immer schauen, was die Infos uns sagen. Da steht eine ganze Menge. Da steht einiges. Gehen wir vielleicht jetzt auch gar nicht so. Nee, da steht aber Countless Musical Legends, also solche wie du und ich, haben das auch genutzt und das finde ich ganz großartig. Also wir haben hier ein Bändchenmikrofon auf jeden Fall in 8er Position und auf meiner Seite, auf der rechten Seite, haben wir ein klassisches U47 von Neumann ausgewählt in Nierenposition. Das ist auch der große Unterschied ja zwischen den beiden Mikrofonen. Das DLX kann in Stereo aufnehmen. Und das rechte, das LX-Mikrofon, das von meiner Gitarre gestanden hat, ist ein Mono-Mikrofon, mit dem man eben nicht Stereo aufnehmen kann, aber trotzdem alle Patterns abbilden kann. Ne? Also vielleicht ist das der größte Unterschied zwischen den beiden Mikrofonen und auch der Grund, warum da ein größeres Preisschild dranhängt an dem DLX, dass man eben mit dem DLX auch Stereo aufnehmen kann und im Prinzip mit dem LX eben nur Mono-Signale aufnehmen kann. Was für mich keine große Downside ist, ich weiß nicht, wie oft ich Stereo oder Mono aufnehme, aber ich finde, dass man trotzdem die Auswahl hat aus allen verschiedenen Patterns, wie man hier sehen kann. Hier vorne sieht man ja zum Beispiel, dass man die verschiedenen Richtcharakteristika auswählen kann und auf der anderen Seite halt auch die ganzen Mikrofone. Klick doch mal kurz drauf, damit man sehen kann, wie groß die Auswahl von den Mikrofonen eigentlich ist, die man da zur Verfügung hat, weil das ist ja schon eine ganze Menge, ne? Genau. 47er, 49er, 67er, was wir hier sehen. Also es ist unterteilt eben vor allen Dingen in Large Condenser, also Großmembran-Mikrofone, sowohl Röhre als auch Transistor. Ja. Ich meine im Grunde klar, alle Klassiker bis hin zu den, nennen wir sie vielleicht neuen Klassiker, wie es hier aus einer deutschen Mikrofonschmiede, die nicht Neumann heißt, sondern Brauner. Ja. Oder dieses Soyuz, wenn ich das richtig ausspreche. Es ist ja, glaube ich, das Coldplay-Mikrofon, so heißt es. Lassen wir das einfach mal so stehen, aber daneben der moderne Klassiker auch in beiden Formen, zum Beispiel das C414, was wir hier vorne sehen können, ist ja auch dabei und so weiter. Sogar das C414 Nylon sogar, die berühmte EB-Variante vom C414 von AKG in der Nylon-Variante. Ich habe auch ein EB, leider, in der Nylon-Variante, muss auch die Brass ist hier oben, genau, die ist Brass. Ich habe Nylon, Brass ist aber die gesuchte, teure Variante, die natürlich noch viel besser klingt. Die natürlich hast du natürlich. Natürlich nicht, ich habe die Nylon-Variante, aber immerhin steht bei mir auch EB drauf. Also man hat eine riesen Auswahl auf jeden Fall hier und wir haben für mich jetzt zum Hören das LD47K genommen und für dich eben das RB77DX. Man kann ja auch an verschiedenen Schaltern hier jetzt im Plugin drehen. Geht doch nochmal vielleicht noch kurz zurück auf das Plugin, auf die Ansicht. Ja. Könnt ihr euch ja dann auf der Seite mal angucken, hier, welche Mikrofone alle dabei sind. Wir haben es angewählt und sind dann wieder hier. So, oben sehen wir ja, dass das Pattern ausgewählt werden kann. Also wie gesagt, die Richtcharakteristik. Darunter ist ein Trittschallfilter. Dann kann man die Achse einstellen noch und den Nahbesprechungseffekt und dann gibt es noch verschiedene andere Schalter, wie zum Beispiel den Phasenschalter, den wir hier vorne sehen und dann kann man, was ich sehr interessant finde, bei beiden Mikrofonen, also sowohl bei dem LX als auch bei dem DLX, kann man die Einsprechrichtung verändern vom Mikrofon. Das heißt, dieser Reverse-Schalter, den wir da vorne sehen, der ist dafür geeignet, dass man eben sagen kann, okay, ich möchte die vordere oder die hintere Seite hören. Was ich faszinierend finde, dass obwohl das LX nicht Stereo aufnehmen kann, man trotzdem beide Seiten auswählen kann. Vielleicht für einen Soundingenieur ganz interessant.
mir persönlich fällt jetzt kein Anwendungsfall ein, wo ich jemand, der vor dem Mikrofon sitzt, die Rückseite hören will, aber... Naja, ich glaube, vielleicht auch mal das zu erklären, warum wir jetzt das fürs Einspielen gewählt haben, ja, aber nicht mit aufgenommen haben. Also sprich, wir haben uns die Option auch für den Mix aufrechterhalten, genau, und oder offen gehalten. Was ich allerdings spannend hier finde, ist, dass wir, und das finde ich eben total wichtig, ich möchte beim Spielen schon das eigentlich so hören, beziehungsweise möchte mich zumindest auf diesen Moment einlassen, ja, dann einfach auch eine Charakteristik, eine Stilistik zu hören. Und das ist vor allen Dingen natürlich der große Luxus zu sagen, ich meine, dieses Mikro hat man einfach nicht dauernd vor der Nase. Ja. Und es ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen sagenumwoben. Und ich glaube jetzt persönlich sehr daran, dass man dann auch anders performt. Das ist natürlich ein Ding, was nur in Kombination mit dem Apollo-Interface zusammen funktioniert, weil das natürlich in der Lage ist, das latenzfrei darzustellen. Ne? Man kann die Mikrofone ja auch an jedem anderen Audio-Interface, genau, mit zwei Mikrofon-Inputs nutzen, wo das dann kalibriert wird und dann wird das auch eingestellt. Dann kann man das also auch an einem ganz normalen, klassischen kleinen Mikrofon, Interface benutzen, mhm, aber die große Kunst vom Apollo ist natürlich dann da zu sagen, okay, wir können das in Realtime prozessieren und du kannst entscheiden, ja, ob du es mit aufnehmen willst, also du committest dich direkt bei der Aufnahme, oder du willst es eben nur hören, weil man, ja, sagt ja auch, wenn man sich schon hört, als wenn man Welthit aufnimmt, mhm, dann performt man auch, als wenn man Welthit, mhm, einspielt. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Naja gut, und wir haben live gespielt. Das heißt, wir haben diese gesamte Interaktion untereinander musikalisch, aber eben auch, mhm, soundlich, die, finde ich, schon auch einen Einfluss darauf hat. Und in dem Fall haben wir auch jetzt mal ganz bewusst gesagt, wir haben ein paar Takes gespielt, mhm, um auch zu sagen, vielleicht nehmen wir uns vielleicht noch so ein bisschen Cherry-Picking, nehmen wir uns noch die Sahne-Stücke da raus. Aber im Grunde geht es eher um den Moment. Wir wollen einen Moment einfangen. Genau. Und ich habe bei mir auch diverse, beim ersten Durchhören gerade, diverse kleine Unzulänglichkeiten gehört. Es ist ja man mag es kaum glauben. Ja, so, ja, dass, ne, auch einer Legende wie dir noch der ein oder andere Gelbe dabei passieren kann. Und um darauf mal zu kommen, lass uns doch mal rumschalten auf die Session, weil ich bin ja total, mhm, gespannt. Wir möchten jetzt mal ein bisschen rumspielen mit den Mikrofonpositionen, die wir hatten, beziehungsweise mit den Mikrofonvarianten. Und hier kann man schon sehen, du hast es gerade hier auf. Ah, ne? Genau. Also du hast für dein Mikrofon dann, nachdem du die Spuren ein paar Mal durchgehört hast nach der Aufnahme, mhm, dich jetzt erstmal für das LD37A, was mir komplett unbekannt ist, entschieden. Was ist das für ein Mikrofon? Es ist, glaube ich, ein Mikrofon. Es ist das Original, das Sony. Wir können auch mal drauf gucken. Ach, komm, guck mal. Das ist genau das LD37A. Ja, ja, das steht bestimmt nicht Sony. It's based on a classic 1950s Japanese tube microphone. Also ein Röhrenmikrofon. Ist halt auch so ein, genau. Kennst du irgendwie, wenn du es jetzt aus neueren YouTube-Videos kennst, dann hat der oder die Producerin, die es besitzt, großes Glück, weil es gibt nicht so viele, wahrscheinlich auch vor allem nicht welche, die so viele, die gut in Shape sind. Okay. Ich finde es sensationell. Und weil es sensationell ist, lass mal direkt rein. Lass mal hören. Ja, lass mal hören. Also, wir hören jetzt mal. So. Vielleicht hören wir erstmal einen Abschnitt, wo wir beide zusammen gespielt haben und schalten dann mal auf Solo bei deinem Mikrofon. Einfach, okay, mal irgendwie so ein Part rein, ja? Wir gehen einfach mal hier in die Strophe. Viel Spaß. By the melodies of wishing I could go back, but I find it hard to forget what's past is past. Always taking chances, but I never took for granted what we had, we had. We are. Rosalie, schalt mal eben bitte auf Solo bei deiner Stimme. And still we are, we are. We're searching, waiting for something missing. We're changing skins, but still we are who we are. Und vielleicht im direkten Vergleich jetzt mal ein anderes Mikrofon, einfach mal, dass man es direkt hören kann, was das für einen Unterschied macht. Genau. Wir gehen mal auf einen Klassiker, auf den man irgendwie immer geht, natürlich als erstes, U47. Mhm. Und wir sprechen jetzt mal nicht, sondern Jan klickt einfach mal auf verschiedene Mikrofone und ich blende ein, welches du gerade hörst. Carry breaks around and if you fall, just let them fall. You don't need defenses, better use your senses, what's past is past. We are, we are. And still we are, we are. We're searching, waiting for something missing. We're changing skins, but still we are who we are.
Aim at your demons. Don't fear what you're feeling, what you are. Trust if you feel it. Live like you mean it. And you find. Yes, you find. We are, we are. And still we are, we are. We're searching, waiting for something missing. We're changing skins, but still we are who we are. We are. Oh, das finde ich gut. We are. Ich stopp mal an der Stelle. Also, ich hoffe, du hast das auch gehört. Also, es ist ja wirklich krass, wie groß die Unterschiede teilweise wirklich sind. Einige nicht so groß, wo man sagen würde, okay, da ist jetzt nicht so offensichtlich, dass da jetzt der Mega-Change stattgefunden hat. Ja. Aber hier das DN12E unten, was du gerade, da habe ich gedacht, da müsste ich jetzt auf jeden Fall einen Schmatzlautfilter draufpacken, irgendwie, weil der so viel vom Mund nach vorne geholt hat. Und auf der anderen Seite das Bändchen oben zum Beispiel, das 77DX oder das Coles daneben, das 403, die dann ihren ganz eigenen Charakter mitbringen. Total. Was wirklich übrig bleibt, ist, also man kann jetzt darüber sprechen, irgendwie ist es jetzt tatsächlich das 37er. Ich persönlich kann es nicht bestimmen, weil ich habe noch nie vor einem gestanden. Und ich würde jetzt unglaublich gerne einen AB-Vergleich machen. Ich habe leider keinen. Absolut. Also wenn jemand von euch eins zu Hause haben sollte, gerne rüberschicken, dann machen wir den AB-Vergleich nochmal. Aber was ich vor allem toll finde, ist eben, dass man sich nicht an den großen Namen hier aufhängen muss, sondern dass man einfach sagen kann, jedes Mikrofon bringt seine eigene Charakteristik mit. Und gerade in so einem intimen Setting, wie wir es jetzt gerade aufgenommen haben, macht es irre Spaß, damit zu spielen. Einfach mal mit den Richtcharakteristika und mit den verschiedenen Charakteristika der Mikros rumzuspielen, um das, was wir gerade aufgenommen haben, vielleicht noch ein bisschen geiler zu machen und sich darauf einzulassen. Und nicht nur, dass es beim Einspielen irre Spaß gemacht hat, weil ich habe mich toll gehört, obwohl wir haben ja wirklich nicht laut gespielt. Ne? Ich habe mich toll gehört, hatte ein schönes Gefühl, konnte mich reinfallen lassen quasi in die Performance, was total. Die Performance ja dann auch wieder beflügelt. Und damit du auch die Gelegenheit hast, mal reinzuhören in verschiedene Charakteristika, stelle ich dir natürlich einen Download zur Verfügung. Das alles heißt, alle Leute, die hier mir einen Kaffee ausgeben, hier auf YouTube oder die bei mir im Basis- oder Premium-Bereich angelegt sind, beziehungsweise Mitglied sind, die können sich gerne die Spuren runterladen. Ich werde drei verschiedene Mikrofoncharakteristika zur Verfügung stellen für beide Aufnahmen. Das heißt, von Jans Gitarre und von meiner Gitarre bekommst du einen Ausschnitt dann mit jeweils drei verschiedenen Charakteristika. Kannst die mal reinladen in deine DAW und kannst damit mal ein bisschen rumspielen und mal hören, ob die Unterschiede bei dir auf deiner Abhöre vielleicht auch so groß sind, dass du sagst, boah, das finde ich so geil, das muss ich unbedingt haben, dieses Mikrofon. Oder vielleicht ist es dann doch eher der Port für dich, den du bewunderst, den du bestaunst, aber wo du sagst, naja, da muss ich vielleicht noch ein paar Mal Lotto spielen und vor allem noch mal ein paar Mal im Lotto gewinnen, um mir das dann gönnen zu können. Ich glaube, wir beiden hören jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen hier durch, verabschieden uns von dir und wenn du noch mehr über verschiedene andere Mikrofone wissen willst, dann verlinke ich dir hier oben mal eine Playlist, da kannst du mal reinschauen und dich mal ein bisschen inspirieren lassen. Wir hören jetzt noch ein bisschen, weil ich habe richtig Bock auf den Song. Es hat Spaß gemacht und dir natürlich hoffentlich auch und hier dabei zu sein. Nein, großes also, Vergnügen. Wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut, bis dahin und Yassas. We are, we are. We're searching, waiting for something missing. We're changing skins, but still we are who we are.